Ölkreis, Mann! Ich halte nicht mehr aus, Mann. Und deshalb ziehe ich den Winter dem Sommer vor. Leute, es ist unmöglich, in dieser Hitze zu leben. Wie kann man diese Hitze aushalten? Und was können wir gegen die Hitze tun? Leute, ich fühle mich so schlecht. Ich weiß nicht, wie ich noch diese Hitze aushalten kann. Bei dieser Hitze würde ich lieber am Strand sitzen. Ich habe eine Idee, Leute. Wir machen eine 24-Stunden-Strand-Challenge. Ja! Oh, ja, ich bin dafür. Lass uns alle zusammen an den Strand gehen. Kommt! Lass uns schwimmen gehen! Ich gehe aber zuerst! Ja! Halt, 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 halt! Ich habe vergessen, euch zu sagen, da dies eine Challenge ist, dürft ihr nicht ins Meer gehen! Wie kann man am Strand bleiben und nicht ins Wasser gehen? Wir sind gekommen, um zu schwimmen, um uns zu erfrischen, Rafario! Weil wir Gelarme sind! Weil wir risikofreundig sind! Warum sind wir dann hierher gekommen? Weil der Gewinner 3000 Euro bekommen wird! Oh, Leute, das ist es wert! Ich werde überhaupt nicht ins Meer gehen und ich werde 3000 Euro gewinnen! Und ich, Freunde, werde auf keinen Fall ins Meer gehen! Es ist mir sehr heiß, Leute, ich weiß nicht, ich werde mein Bestes geben! Ich werde auf jeden Fall gewinnen! Oh, Leute, es ist wirklich heiß hier! Ich kann nicht im Meer baden, also habe ich jetzt eine Idee! Ich gieße mich aus einer Flasche ein! Das ist gut! Was ist denn das, Odyssee? Ist das ein Scam oder was? Nein, wir sind am Strand und deshalb kann ich mich nicht mit Wasser übergießen! Ah, schon viel besser! Oh, danke dir. Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Ich hab kein Wasser. Wo ist mein Wasser? Oh mein, wo ist das? Aber Gott sei Dank, Freunde, habe ich hier eine Luftmatratze und ein Handtuch. Und ich sitze auch im Schatten. Also ist das alles gut. Ja, ist das. Und ich, Freunde, habe Snacks, Wasser und natürlich ein Handtuch mitgebracht. Und das wichtigste ist Sommercreme, damit ich nicht in der Sonne verbrenne. Schaut mal, Freunde, sehr gut einsprühen, das war's. Jetzt bin ich sehr weiß und alles wird gut und nass. Das was ist bei dir los, hä? Du Nubel. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja! Leute, ich habe zwar keine Sonnencreme dabei, aber dafür habe ich Doritos, Wasser, ein Handtuch und Schläger. Leute, Sie sind alle Noobs. Ich bin hier der Profi. Ich habe das Nötigste dabei. Einen Regenschirm, einen Stuhl und eine Kühlbox voll mit Essen. Oh Leute, wie konnte ich nur vergessen, den Regenschirm mitzunehmen, ey? Ich bin doch schlau. Nicht schlimm, Leute. Gut, dass ich Sonnencreme und einen Hut mit dabei habe. Das wird mir helfen. One hour later. Oh, Freunde, schaut mal, wie schön das Wasser ist. Ich möchte reingehen, aber ich habe mir gerade die Füße nass gemacht, weil man nicht da reingehen darf. Nach Rafaros blöden Regeln. Wie auch immer, alles klar. Was mache Odyssee? Odyssee, hey, Bruder. Bist du in Ordnung, Bro? Ja, alles okay bei dir? Geht's dir gut, Junge? Ja, Bruder, ich esse hier Chips. Ja? Ah, ich weiß, du hast hier Wasser. Gib mal etwas her. Ja, komm. Das ist meins. Dankeschön. Ich werde dir nie wieder das geben. Du wirst schon sehen. Du hast es mir nicht gegeben. Ich habe es selber getan. Das war ein Scam, ein Scam. Achtung, Achtung. Wer ins Meer geht, hat verloren. So sind unsere Regeln. Und Odyssee, du weinst umsonst. Du bist unsere Häuser. Du kommst schon, tschüss. Ja, verpiss dich jetzt. Simon, du Bruder, geh weg. Ja, mir geht's gut. Ich überlebe hier. Ist das, was willst du ich von will mir? Ich will gar nicht. Ich will nur meine Sonnencreme hier nehmen. Lass es. Das ist mein Zeug. Nein, nein. Also, das ist echt unfair. Ich habe es für mich mitgenommen. Ey, das darfst du doch nicht machen. Das ist mir egal. Papas, das ist richtig cool. Freunde, wir haben eine Challenge und ich soll 3000 Euro nicht verlieren. Ich muss gewinnen. Ich werde alles tun, um das zu gewinnen. Komm schon, tschüss. Ich gewinne auf jeden Fall, ja. Papa, du tötest, was ist denn echt ein Scammer? Und was wird ihr machen? Was macht ihr? Ich gehe und nehme einfach. Er hat meine Sonnencreme weggenommen. Und mein Wasser. Ja, Freunde, wir werden überleben, so gut wir können. Und ihr könnt uns helfen, wenn ihr abonniert. Unterstützt uns. Und vor allem unterstützt die Kinder. Sie, Arme, Fühlen. Das ist meins. Dummkopf. So, das denn noch? Ich nehm das da. Das geschieht ihm recht. Das nächste Mal nimmt er nicht meine Creme weg. Ja, und mein Wasser, Noob. Dummkopf! Rafaro ist ein Noob. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Ich habe heute gar nicht Angst. Okay, ein bisschen habe ich schon Angst. 2 hours later. Oh, Freunde, mir ist schlecht. Es ist sehr heiß. Ich bin
mir nicht sicher, ob ich diese Challenge aushalten kann. Oh, Freunde, ich dachte, es wäre einfacher. Aber es ist so heiß. Obwohl ich hier leider im Schatten bin, fühle ich mich richtig schlecht, Freunde. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Oh. Freunde, ich werde gleich einen Sonnenschirm bekommen. Ich fühle mich wirklich schlecht. Freunde, ich geh mal kurz die Füße nass machen. Denn ich weiß nicht, es ist wirklich heiß hier und ich bin wirklich am Ende, Freunde. Freunde, ich glaube, das ist erlaubt. Aber wenn ich noch tiefer gehe, werde ich verlieren. Also werde ich hier bisschen abkühlen. Das hat mich schon mal reingelegt. Jetzt werde ich es ihm heimzahlen. Ja, Odyssee, du hast recht, Mann. Das ist ein Scammer und er hat es wirklich verdient. Oh, das Leben ist schön, Freunde. Jo. Wow, was? Was für ein Scammer das denn, Alter? Lern dich zu benehmen, du Noob. Geschieht dir recht, du bist ein Noob und ein Trottel-Loser. Aber es war ein Scam, Freunde. Ich habe nichts getan. Ich habe etwas Wasser genommen, etwas Creme. Ich habe euch nicht ins Meer gestoßen. Das ist unfair. Schreibt's in die Kommentare. Ist das fair oder nicht? Ich bin sicher, es ist nicht fair. Das ist wirklich schon übertrieben, Freunde. Ja, ist das. Das! Weine nicht! Komm schon! Du hast 3000 verloren! Aber wenigstens kannst du schwimmen! Also, da ich verloren hab, werde ich ins Meer schwimmen gehen. Und ihr Dummköpfe spielt um 3000, ihr Dummköpfe! Ja, das seid ihr Dumme! Du heulst, Susi, geh weg! Komm schon, geh schwimmen! Later. Ich stelle mich ein bisschen in die Sonne! Den will Schatten! Bin ich schon erfroren! Ravario, lass deine Glatze nicht atmen, sonst wirst du wie ein Chupa Chups aussehen! Halt die Klappe, ja! Mein Kopf, Mann, es tut mir leid, Ravario. Mir gefällt deine Glatze sehr, Mann. Ich mach keine Witze mehr. Leg dich nicht mit Ravario an! Leg dich nicht mit Ravarios Glatze an! Merk dir das! Mann, Leute, mir ist es langweilig. Ich will mit den Schläger spielen. Demon, hast du Lust, mit mir zu spielen? Komm schon, Odyssee, wir haben doch Besseres zu tun. Lass uns spielen, um uns die Zeit zu vertreiben. Komm schon, ja, komm schon. Odyssee, mir ist schwindelig und ich habe einen Sonnenstich. Komm schon, Demon, fang an zu spielen. Ich bin schon müde, auf dich zu warten. Na gut. Oh, er ist ins Wasser geflogen. Mir ist schwindelig. Komm her, Ball. Oh, Freunde, was macht Simon? Ihr wisst jetzt wahrscheinlich so heiß, dass er nicht mehr weiß, was er tut. Ich hab den Ball. Odyssee, siehst du, ich hab den Ball. Komm, lass uns weiter spielen. Simon, was machst du? Du bist ins Wasser gegangen. Bist du verrückt geworden? Raffaello, Simon ist ins Meer gegangen. Er hat auch verloren. Ins Messer gegangen. Du hast verloren. Leute, ich bin doch nicht ins Meer gegangen. Ich wollte nur Odyssee besiegen. Timon, dir ist schwindelig geworden. Du bist hinter dem Ball hergegangen und plötzlich bist du ins Wasser gefallen. Du hast verloren. Jetzt hab ich's gebeten. Ich hatte einen Sonnenschirm und bin ins Meer gefallen. Lass es. Geh ins Meer. Hier ist es viel besser. Vergiss diese 3000. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Ja, ist das. Lass uns reingehen. Komm schon, ins Meer. Ins Meer. Bravo, bravo, mein Lieblingsbruder. Ihr seid alle Noobs. Wir tun uns leid. Wir nehmen 3000 Euro. Odyssee, was sagst du? Ich nehme das ganze Geld. Weil ich Raffario bin. Wasser. Warum gibt es kein Wasser? Warum gibt es kein Wasser, Leute? Mann, Leute, ich halte es nicht mehr aus. Mir ist es schlecht. Hey, Odyssee, es ist der Kreis. Geh ins Meer. Kühl dich ein bisschen ab. Geh lieber du bist ein Opa, du sollst nicht abkühlen gehen. Wer? Wer ist dein Opa? Ich bin Ravario Papa. Die beiden sind verrückt vor der Hitze, Mann. Sie haben ihren Verstand verloren. Sie sind wirklich verrückt, Alter. Aber sie sollten jetzt mehr genau wie wir. Freunde, ich bin ein bisschen hungrig. Ich werde diese Jelly Beans essen, um etwas Energie zu bekommen. Freunde. Sie sind alle geschmolzen. Warum habe ich nur noch so viel Pech? Hey, Odyssee, deine Jelly Beans sind geschmolzen und ich, Freunde, habe einen Kühlschrank genommen. Er ist ganz kalt. Seht, das ist ihnen ganz kalt. Raffaello, du hast Glück, dass du diesen Kühlschrank mitgebracht hast. Du hast an alles gedacht. Geschieht dir recht, Odyssee. Wir Opa sind immer schlauer und hübscher. Sehr kalt, Freunde.
Heute, Leute, sind wir im Bermuda-Dreieck. Ihr glaubt es nicht, ey. Das wird der Hammer. Wir sind auf dem geheimnisvollsten Ort auf der ganzen Welt, Leute. Nur, dass ihr versteht, wir sind hier im Urlaub. Und wir werden eine tolle Zeit haben. Wir werden schwimmen, tauchen, uns entspannen und alles tun, was wir wollen. Toll, Leute. Worauf warten wir denn noch, Jungs? Lass uns endlich schwimmen. Los, los geht's. Komm. Later. Leute, ich gehe zuerst schwimmen. Ist doch klar. Ganz genau mit diesem Ding hier. Versteht ihr, Leute? Nee, Leute. Ich komme nicht mit. Ich werde mich einfach hier ausruhen. Oh. Das, ich denke, ist eine schlechte Idee, wenn du selbst gehst. Wir befinden uns doch schließlich im Bermuda-Dreieck, Alter. Bla, 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 Simon. Das sind doch alles Märchen, was im Bermuda-Dreieck so gefährlich ist. Woher hast du diesen Scheiß? Haut da rein, Leute. Rafa, Rafa, schau mal, ey, oh, was da drin? Was ist denn das, Alter? Wer bist du? Hey, Leute, wo ist das? Er badet irgendwo dort hinten. Okay, aber ich sehe ihn nirgendwo. Was meinst du? Stas! Jungs, Jungs, macht euch manchen Sam. Stas drückt doch schließlich eine Apple Watch. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir live sehen können, wo Stas sich jetzt gerade befindet. Oh, Leute, ich habe eine Idee. Ich habe einen Freund, der ist Soldat und er ist jetzt Kapitän. Wir können ihn anrufen, damit er mit dem Schiff hier rankommt. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, hey! Hallo, Rafario, wie geht es dir? Ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Wir müssen ins Zentrum des Bermuda-Dreiecks. Nein, es ist sehr gefährlich, mein Freund. Kein Problem, ich gebe dir so viel Geld, wie du willst. Oh, dann ja, okay, lass uns gehen, komm. Einverstanden, Jungs. Okay, lass uns alles zusammen zum Arzt gehen. 20 minutes later. Leute, wo ist die Yacht? Wo ist diese Yacht? Keine Sorge, wir finden gleich alles. Keine Sorge, machen niemals Sorgen. Oh, hier ist mein Freund. Oh, hey. Hallo, Rafio, wie geht es dir? Hi, hi, mir geht's gut. Alles super, alles fresh. Das ist mein Freund. Willkommen auf meiner Yacht. Bitte kommt rein, kommt rauf hier. Ja, los geht's. Lass das retten gehen. Das kommt schon. Oh, Leute, ist das ein tolles Schiff. Wow, und die Yacht ist voll groß, Alter. Also, Kapitän, lasst uns keine Zeit verschwenden. Hier ist das, da müssen wir hin. Natürlich, Jungs, kommt, lasst uns gehen. Leute, wir gehen jetzt zum Bermuda-Dreieck. Also, gebt uns unbedingt einen Like und abonniert den Kanal, damit das Glück mit uns ist. Los geht's. Later. Wir sind angekommen, Leute, hier. Wo ist das? Leute, ich fühle mich irgendwie echt nicht gut. Stas! Leute, Stas ist da! Kommt her, Leute! Komm her, kommt her! Da ist Stas! Stas! Wo ist er? Schaut! Stas! 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 Leute, Leute, ich schwebe, ich schwebe, ich schwebe, schaut mal, hey, Jungs, Leute, schaut mal. Oh, oh. Oh, so ein Mist, Alter. Noch etwas mehr. Komm, steh auf, mein Junge. Komm. Leute, ihr werdet es nicht glauben, was ich gesehen habe. Unglaublich da draußen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen, Stas? Etwas Paranormales ist passiert. Plötzlich hat mich das Meer mitgenommen. Dann bin ich irgendwo aufgewacht. Ich habe einen Geist gesehen. Ihr glaubt es nicht, Mann. Wovon redest du? Bist du komplett dumm? Geister existieren nicht. Du musst wohl einen Sonnenschlag bekommen haben oder so. Aber ich sage die Wahrheit, Alter. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Odyssee, lass uns von hier verschwinden. Die sind doch alle total durchgeknallt. Ach, was auch immer. Rafa, wo und wie hast du diese große Yacht gefunden? Ist ja unglaublich. Ja, mein Freund ist hier. Er ist Kapitän und das ist
ist seine Yacht. Und du bist gekommen, um mich zu retten, ja, ja, oder? Ja, aber wie auch immer. Lass uns den ganzen Tag und die ganze Nacht hier abhängen. Und wir werden gucken, ob der Geist des Bermuda-Dreiecks wirklich existiert. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Entscheidung. Ich bin im Spiel. Lass uns gehen. Timon, willst du vielleicht tauchen gehen? Oh, nein, das sehe ich gar nicht mehr. Ist total schlecht. Gut, wie du meinst. Nein. Ich gehe alleine tauchen. Okay, ich gehe alleine. Leute, gleich kommt hier die tollste Arschbombe auf der Welt. Oh, Leute, gib zu, das war ein guter Sprung. Oh, und das ist der Tauchen gegangen. Stas, komm, lass uns auch tauchen gehen. Ja, geh tauchen, okay. Oh, was denn das, Alter? Okay. Rafa, geh mal springen, alles klar, ich habe eine andere Idee, Jungs. Schaut mal hier. Oh, das Daddy ist wieder da. Leute, und ihr, meine Freunde, schreibt in die Kommentare, wer am besten taucht. Natürlich nur Rafa und Gielami. Nur Gielami, nur damit ihr es wisst. Jetzt machen wir eine Challenge, wer am besten taucht. Alles klar? Ja, super. Gute Idee. Du springst als Erster. Also, ich bin bereit. Komm, lass alle zusammen zählen. Und ihr schreibt in die Kommentare, wer am besten ist. Eins, zwei, drei. Ich bin besser gesprungen. Nee, ich war besser. Was? Nee, ich gar nicht. Du bist Chilami. Okay, ich nehme jetzt diesen Seabob hier. Das wird großartig, Jungs. Seid ihr dabei? Und los geht's, Jungs. Leute, ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen, da ich mich echt nicht wohlfühle. Leute, ich habe eine Idee. Ich gehe fischen, weil ich weiß, dass Angeln mich ablenkt und ich mich dadurch besser fühlen werde. Also Leute, lasst uns gehen. Großartig, Jungs. Jetzt werde ich voll viele Fische fangen. Also, fangen wir an zu fischen. Oh Mann, ich das liebe. Das ist richtig gut. Ja, Mann. Leute, ich werde jetzt ein bisschen baden gehen. Hopp. Oh, einfach göttlich, Jungs. Einfach nur göttlich. Perfekt. Ja. Hey, ich habe eine Idee. Leute, ich bin hier schon so lange und ich habe noch keinen einzigen Fisch gefangen. Stell dich das mal vor. Oh mein Gott. Oh, Freunde, ich habe einen Haken. Ich habe da einen Haken. Komm schon, lass ihn rausziehen. Ich glaub's nicht. Oh, scheiße, Leute, was passiert? Leute, was ist denn los? Scheiße. Oh, scheiße. Mann, was ist da? Hilfe! Komm schon, er gibt nicht nach. Noch stärker ziehen, komm schon. Komm schon. Was zum Teufel ist das? Welche bunte Badehose ist das, Alter? Wen gehört hier? Ah, ich glaube, die gehört Raffario. Ich wollte Fische fangen, keine Badehose. Raffario! Was soll ich denn machen? Ich bin ohne Badehose. Es tut mir leid, Raffario, es tut mir leid. Hier, nimm sie zurück, nimm sie. Hier, bitte. Hol sie dir, komm schon. Simon, komm, hierher. Simon, was hast du gemacht? Simon, du bist ein richtiger Idiot. Du machst einfach nur den ganzen Tag Scheiße. Einfach nur Mist. Du bist richtig. Nimm das! Oh Leute, ich hätte mir das alles nicht anhören sollen. Ich glaube, ich bin kein guter Angler. Ich gehe und mache irgendwas anderes. Leute, es war ein Streich und der hat funktioniert. Alles klar, Simon. Simon, wie hat dir der Streich gefallen? Hä? Komm, sag schon. Ja, total. Du hast eine gute Fantasie. Ja, natürlich bin ich sehr schlau. Ist doch klar, Alter. Wenn auch nicht Rafa, immer. Ey, schau mal. Es reicht für heute, Leute. Also, Rafa, weißt du, dass ich dich ohne Badehose gesehen habe? Das ist absolut nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Du verstehst gar nichts, Junge. Das war so lustig. Und das heißt ja, das war der beste Prank überhaupt. A few moments later. Der Kapitän führt gerade das Schiff. Und steuern möchte ich auch. Also werde ich ihn darum fragen. Was? Du bist zu jung zum Steuern, Alter. Du bist viel zu klein. Schaffst du sowieso nicht, Junge. Nein. Ihr könnt mich so viel wie möglich necken. Aber wisst ihr was? Ich werde trotzdem noch steuern. Ach komm, laber mich nicht voll, Alter. Ich gehe und frage ihn trotzdem. Guten Tag, darf ich auch mal steuern? Ja, kein Problem. Großartig, vielen Dank. Ha,
jetzt bin ich der Captain. Und weil ich der Captain bin, kann ich alles Mögliche machen auf dieser Yacht. Ich kann steuern und alle Knöpfe drücken. Also Leute, mir ist ein richtig guter Streich angefallen. Puh. Ich habe ein Programm auf mein Telefon heruntergeladen, das die Stimme ändert. Und hier habe ich ein Walkie-Talkie. Und jetzt werde ich die Jungs erschrecken, als wäre ich ein Geist, Alter. Stellt euch das vor. Aber bevor ich anfange, muss ich den Schiffsmotor ausschalten, Leute. Also, folgt mir und schaut zu. Folgt mir. Komm schon, mal los geht's. Also Leute, ich drücke auf den Knopf. Mann, ist das cool, Alter. Was ist hier passiert? Was ist kaputt gegangen? Was soll das? Hey, du kleiner Scheißer. Ich bin der Geist des Schiffes. Das Bermuda-Dreieck. Du hast deine Lektion noch nicht erhalten, dass du dich das erschreckt habe. Ich kann es nicht glauben. Er kommt wieder für mich. Ich habe dir gesagt, dass es war, Freunde. Ich hab's gesagt, Mann. Oh nein. Raffario, ich hab Angst. Keine Angst, mein Sohn. Keine Angst. Voll erwischt, das war ein Streich gewesen. Welchen anderen Streich? Was für ein Streich? Wovon redest du, Mann? Hey, hast du sie noch alle? Tu sowas nie wieder, Alter. Timon, hier ist absolut kein Platz für Witze und für Scherze. Hier passieren einfach nur seltsame Dinge, verstehst du? Okay, Freunde, entschuldigt mich. Ich wollte nur zum Lachen bringen. Also tja, Freunde, wusste nicht, dass so läuft. Und gelacht hast nur du. Wir haben nicht gelacht. Later. Guten Abend, ich bin schon wieder. Könnten Sie mir zeigen, wo hier die Hupe ist? Genau hier. Dankeschön. Schaut mal, Leute, was für einen Prank ich mir ausgedacht habe. Was ist passiert? Odysseus hat es geschafft. Odysseus, bist du beknackt? Was machst du da, Alter? Leute, ich hab richtig Hunger. Ich möchte etwas essen gehen. Und ich auch, um ehrlich zu sein. Ich hab voll Hunger, Freunde. Dann lass uns doch in die Küche gehen. Worauf warten wir denn noch? Kommt, Jungs. Ja, lass uns gehen. Los geht's. Yes, Alter. Koch oder was? Guten Abend, die Herren. Oh, das ist ja eine geile Küche hier. Bist du Koch oder was? Was kochst du denn hier? Mach mal was klar, Alter. Ja. Sie können sich an den Tisch setzen. Ich werde Ihnen alles bringen. Komm, mach, Alter. Oh, was für verrückte Herrschaften. Oh, ist das geil oder was, Alter? Direkt auf dem Wasser hier. Yeah. Los, lass uns essen. Guten Appetit, die Herren. Oh, das war so lecker, Alter. Ich kann's nicht glauben, Mann. Mann, ich kann mich gar nicht bewegen. Oh, ich kann nicht mehr. Lass uns dorthin hinsetzen. Okay, lass uns gehen, Jungs. Los. Kommt schon, Leute. Lass uns ein bisschen fernsehen und uns ausruhen. Was meinst du? Oh, Stas, du bist richtig, richtig schlau. Stas, jetzt sag uns mal die Wahrheit. Hast du uns getäuscht oder hast du wirklich einen Geist vorhin gesehen? Hey, was laberst du? Ich habe nicht geschummelt. Ich hab's wirklich gesehen, Alter. Laber nicht. Ja, Stas, komm schon. Laber keinen Unsinn. Jungs, komm mal her. Das müsst ihr gesehen haben. Los, komm. Was? Was ist passiert, mein Freund? Komm schnell mit hier. Schaut mal da. Mit euch kaputt, Alter. Das sind meine Gewässer hier. Verpisst euch alle schnell, sonst werde ich sauer hier. Leute, das ist genau dieser Geist, den ich gesehen habe. Ey, Kapitän, ey, starte den Motor, aber los, schnell, ey. Los, lass uns Schere, Stein, Papier spielen. Und der Gewinner bekommt einen großen Pool und 1000 Euro. Und der Verlierer bekommt einen kleinen Pool und 10 Euro. Komm schon, los. Schere, Flie, Stein, Kla, Papier. Flu. So muss das sein, Leute. Los geht's. Ich habe einen Pool gewonnen und 1000 Euro. Okay, ich denke, das ist keine große Sache. Nun wollen wir sehen, welche Pools wir haben. Das hier, Leute, das ist mein ganzer Pool und ihr gehört nur mir. Und ich habe noch 1000 Euro zum Ausgeben. Ich werde eine riesige Party machen. Ich werde Bälle, Schwimmmatratzen, Leute, essen und Getränke kaufen. Ich werde mich prächtig amüsieren. Ey, Leute, sieht mal, was ich hab. So ein kleiner Pool. Ich passe da ja kaum rein. Was soll ich damit machen? Dieser Pool ist für ein kleines Kind, oder was? Schaut mal, Leute, ich passe hier gar nicht rein. Wie soll ich denn schwimmen? Das ist nicht fair. Das ist sehr, sehr schlimm. Leute, was geht bei euch? Ich habe mein ganzes Geld für 1000 Bälle ausgegeben. Und ich werde sie jetzt alle in den verdammten Pool schleudern.
Außerdem, Leute, habe ich mit diesem Geld eine Menge Schwimmertatzen gekauft. Das hier ist mein Einhorn. Und ich kann darauf rumschwimmen, so viel ich will. Und hier habe ich noch ein Stückchen Pizza, Leute. Die schmeiße ich jetzt auch rein. Ich bin nicht hungrig, aber später essen wir. Und hier, Leute, habe ich sogar ein Flamingo. Ich glaube, ich werde auf ihm ein klein bisschen schlafen. Und hier habe ich ein kleines Boot, Leute. Ich werde ein Captain sein. Und außerdem, Leute, habe ich hier einen Donut und eine Wassermelone. Was mögt ihr lieber, den Donut oder die Wassermelone? Ich mag sie meine, weil heute Abend werden wir feiern. Und natürlich habe ich das Geld. Und natürlich habe ich hier auch eine Hüpfburg. Die kommt natürlich auch rein. Und das Allerwichtigste, Leute, ich habe eine Wasserrutsche. Zieht euch das rein. Ich bin bereit für die Party. Jetzt warten wir auf unsere Freunde. Also, lasst uns schon mal schwimmen gehen. Leute, es gibt ein Problem. Es ist kein Wasser im Pool. Ich muss jetzt Dimon bitten. Dimon, gib mir bitte etwas Wasser. Alter, Stas, nimm etwas Wasser, aber nicht zu viel. Vergess nicht, ich bin hier reich und du bist ein kleiner armer Schlucker. Okay, Dimon, okay. Natürlich höre ich nicht auf ihn. Ich nehme so viel Wasser, wie viel ich brauche. Ich rufe jetzt all meine Freunde, sie sollen sich alle entspannen. Ich glaube, dass echte Freunde zu mir kommen. Nicht nur zu Dimon wegen seinem Geld. Sie kommen alle zu mir, das sage ich euch. A few moments later. Oh! Hallo, hey, wie Rafario. Geht es dir? Hey, wollt ihr mich sehen, Leute? Ich freue mich sehr, ja! Leute, was meint ihr? Sollen wir zu Stars Pool oder zu Dimons Pool gehen? Zu Dimons, natürlich zu Dimons hier! Zu Dimon, zu Dimon! Leute, wo wollt ihr hin? Ihr seid doch meine Freunde, wieso zu Dimon? Was ist das für ein Pool? Es ist so klein! Seht ihr Dimons Pool an? Wollen wir schwimmen gehen? Los geht's! Los geht's! Wow. Komm schon, komm schon! Wunderbar! Was ist los bei dir, Stas? Bist du eifersüchtig oder was? Sieh mal, was ich für einen Pool habe. Zieh dir meine Mannschaft rein. Das sind doch keine Freunde. Das sind Ratten. Sie haben mich für Geld verraten. Okay, du hast etwas mehr Geld als ich. Aber mir geht's gut in meinem Pool. Und ich bin überhaupt nicht neidisch, Mann. Okay, okay, Stas. Wie du meinst. Ich gehe jetzt los, um mich auf meiner Party zu amüsieren. Oh, auf unserer Party! Ah. Nojel, arme Leute. Und vergesst nicht zu abonnieren, um so wie ich erfahre zu werden. Nur GL Army, das Leben ist eine tolle Sache. Leute, Leute, eine Party ohne Musik? Das ist doch einfach unmöglich, Mann. Ich habe einen Lautsprecher mitgebracht. Die Party geht mit Musik weiter. Los geht's. Oh, Freunde, seht mich an. Ich passe kaum hier rein. Aber ich werde trotzdem meine eigene Party machen. Ich beneide sie nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Seid ihr bereit? Ja. Ja, ja. Los geht's. Es ist Scam, Leute. Es ist Scam. Leute, ich bin hier der King und das ist mein Schloss. Was machst du da? Ey, ey, du, ja, was machst du da? Was ich will, das mache ich auch, ihr Loser. Neidisch? Du bist neidisch, weil ich meine Zeit besser verbringe als du. Eins, zwei, drei. Das Leben ist schön, Leute. Nojel Army. Okay, Leute, vielleicht bin ich ein bisschen eifersüchtig. Aber jetzt werde ich mir einen Cocktail machen, eigentlich aus Wasser. Aber ich werde allen erzählen, dass es ein echter Cocktail ist, weil ich eigentlich kein Geld habe, nur 10 Euro. Was für ein leckerer Cocktail! Seid nicht neidisch, Leute! Ach, sie haben sogar eine Rutsche! Komm schon, Leute! Komm schon! Jetzt du bist dran! Ich bin Rafario! Eins, zwei, fantastisch! Fantastisch! Ja, ja, ja! Party! Party! Ach, die rutschen von einer Rutsche. Und ich habe da eine Rutsche aus Plastik, diese hier. Ich habe es gebraucht gekauft für 5 Euro. 5 Euro für das Schwimmbad, 5 Euro für die Rutsche. Ja, das ist wenig Geld, aber ich will rutschen, Leute. Es geht kaputt. Leute, meine Rutsche ist kaputt. Ach, das ist eine schlechte Rutsche. Miese Rutsche. Ich bleib einfach im Pool sitzen, ich alleine. Ich werde mich auf eine andere Weise abkühlen. Hey, Leute, schaut mal. Das macht sich selbst nass. Lasst uns ihm helfen. Komm schon. Ah, los. Aufhören, aufhören.
Aufhört! Aufhört! Hört auf! Seid ihr Menschen oder Tiere, Leute? Im Grunde genommen, Stas, sind wir alle Menschen Tiere. Komm schon! Ja, ich hasse euch alle. Hört auf, ihr Würmer! Leute, ich habe eine wunderbare Idee. Wir machen eine Challenge. Und zwar, wer am besten tauchen kann, gewinnt 1000 Euro. Oh, Leute, ich bin dabei. Ja, ich mache gerne mit. Fantastisch, großartig, bravo. Super. Also, Leute, seid ihr bereit? Ja, bereit. Und ich bin bereit, Timon. Ich werde auch tauchen. Ja, Stas, du kannst auch tauchen, aber in deinem Pool, du Opfer. Okay, gut, ich werde meinen Pool selber springen. Nur so kann ich mir in den Kopf stoßen. Ich werde also so tauchen, Leute. Schaut so. Ich hab gewonnen. Ja, das glaube ich nicht. Also, Leute, ich springe zuerst. Los geht's. Ja, super, spring. Ja, jetzt ich. 1, 2, 3. Leute, schreibt in die Kommentare, wer eurer Meinung nach am besten in den Pool eingetaucht ist und ich werde ihm das Geld jetzt geben. Wuhu! Ich hab gewonnen, Leute. Schreibt in die Kommentare, dass ich gewonnen hab. Habt ihr kein Mitleid mit mir? Ich sitze in einem kleinen Pool, ich hab gar nichts, keine Freunde. Ich hab's doch verdient. 1 hour later. Oh, Leute, ich hab eine geile Challenge für euch. Wer die Challenge gewinnt, gewinnt auch meinen Cocktail, Leute. Ich, ja, sag uns mal, was für ein Challenge werden wir haben? Ey, Kinder, ihr werdet diese 2 Schwerter haben, ihr werdet in meinem kleinen Pool stehen und natürlich fechten, Leute. Wer aus dem Pool aussteigt, verliert. Und wer gewinnt, der bekommt meinen super leckeren Cocktail. Oh, großartig, ja, ich mache mit. Die Schlacht um einen Cocktail kann beginnen und los! Na los! Auf dem Spiel, ja! Ja! Odyssey, du bekommst meinen leckeren Cocktail. Gib es mir, ich will das trinken. Na, schmeckt's, Junge? Schmeckt's lecker, lecker. Was hast du gemacht? Warum? Es ist nur Wasser, das ist kein Cocktail. Du bist so ein Schummler. Du bist das. Wenn du meinen Cocktail nicht magst, dann los, verpiss dich. Legt ihr euch mit Papa Stas an? Legt ihr euch mit Papa Stas an? Nein, niemand legt sich mit Papa Stas an, Leute. Ich wollte diese Challenge machen, damit wir ein bisschen lachen können. Und ihr nehmt mich alle auf den Arm. Niemand mag mich. A few minutes later. Leute, schaut mal, was ich hier habe. Also, lasst uns jetzt alle Coca-Cola trinken. Ja. Weiter. Dankeschön. Du, halt. Vielen Dank. Hey! Wo ist die ohne Bälle rum, ey? Gib mir auch eine leckere Coca-Cola, ihr Geizhälte. Ich will auch trinken. Ich bin durstig. Okay. Das wird eine Cola. Und ich schlage vor, wir spielen einen Streich, Leute. Tolle Idee. Ja, Leute, sehr gute Idee. Komm schon, lass sie ein bisschen schütteln. Noch stärker. Wenn er sie öffnet, dann wird es eine fette Explosion geben. Fantastisch. Großartig, Leute. Und jetzt lasst uns Stas diese Coca-Cola geben. Stas, ich komme. Stas, mein lieber Bruder. Du wolltest eine Coca-Cola. Hier hast du eine. Oh, Dimon, du bist der beste Bruder, Alter. Vielen Dank für die Cola. Ich werde sie jetzt gleich aufmachen. Stas, schau mal, du hast in Coca-Cola gebadet. Das ist überhaupt nicht lustig, Dimon. Du bist ein richtiger Gauner. Du bist der allerschlimmste Bruder aller Zeiten. Ja, Stas, du hast recht. Ich bin der schlimmste Bruder aller Zeiten. Aber ich bin reich. Ja, du findest das lustig. Leute, habt ihr nicht auch Bock auf Pizza? Ja! Ich habe euch Pizza bestellt. Pizza! Das Leben ist schön. Ja, ich will auch eine Pizza. Und du, Stas, kauf dir mit deinem eigenen Geld eine Pizza. Ich hab vergessen, du hast ja gar kein Geld. Ihr Leute, ihr seid überhaupt nicht fair. Das ist ganz und gar nicht fair. Wie gut. Also, lasst uns Pizza essen. Leute, ich flehe euch an, bitte. Ich bitte wirklich ein kleines Stückchen Pizza. Ich bin hungrig. Mein Bauch tut weh. Ich fühle mich nicht wohl. Bitte, ich will ein Stück Pizza. Warum geben wir ihm nicht eine Pizza? Okay, Raffario. Hier, Stas, diese Pizza ist für dich. Bitte.
komm schon. Komm, Rafaru, gib mir ein Stück bitte, komm. Pizza! Meine Pizza! Ihr seid alle Verräter! Ich spiele mit euch nicht mehr! Ich mag euch nicht! Ich hasse euch! Ich hasse euch, Leute! Weg! Ich geh weg! Ich hau ab! Ich geh von euch weg! Basta! Leute, das hat verloren, aber ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben. Die Party geht weiter! Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like, abonniert und wir sehen uns, Leute!